Verbotene Stadt. Ministadt, also ein weiterer Ort, zu dem wir uns hinbegeben können. Die Ghule fliegen kreuz und quer durch die Gegend. Die Leiber fliegen. Oh, Alter. Guckt euch das mal an hier. Hütet euch. Diese Schlucht hat schon vielen Menschen das Leben gekostet. Manche sagen, dass Vampire in den Schatten lauern. Holy shit. Ministadt haben wir erreicht. Eine kleine Ortschaft, die wahrscheinlich auch zu kämpfen hat. In der Nähe von Kiowaschat. Und wir haben hier sogar eine Nebenquest. Okay. Verschiedene Händler haben wir hier auch. Vielleicht können wir hier ja schon mal ein bisschen was verkaufen. Na, den können wir auf jeden Fall verkaufen. Das können wir an sich alles verkaufen, ne? Das hier würde ich lieber auseinandernehmen. Beim Wiederverwerten kriegen wir nämlich ein Aussehen. Oh, den hätte ich, glaube ich, nicht verkaufen dürfen. Nee, der war deutlich besser. Aber ihn jetzt zurückzukaufen wäre dann auch scheiße. Oder? Warte mal, kostet das das Verkaufswert? Ah nee, wir haben tatsächlich den Wert dann auch an Geld bekommen. Schaden für Fertigkeiten des Typs Basis. Ja, das ist gut. Sehr gut. Okay. Vielen Dank. 1300 bringen die. Wahnsinn. Die Axt können wir sowieso nicht benutzen. Und das können wir ein bisschen sortieren. Okay, und schon haben wir 9000 Gold. Was ist denn mit dir hier, Wiesek? Hinter diesen Mauern lauern Gefahren in der Nacht. Rasten wir besser hier, damit wir den Morgen erleben. Wer soll euch aussaugen? Die Vampire im Wald oder die Händler hier in der Stadt? Wow, echte Menschenfreunde. Wegpunkt freigeschaltet und direkt wieder 20 Ansehen gewonnen. Da haben wir jetzt mittlerweile 130 und wenn wir uns mal die Belohnungen angucken, dann sind wir jetzt zwar immer noch hier von der ersten Stufe ein bisschen entfernt, aber so langsam kommen wir dahin. Hier werden wir jetzt die Nebenquest abschließen. Eigentlich müssten wir irgendwann auch nochmal hierhin zurück. Denn wir haben ja hier auch einen Wegpunkt, den wir noch nicht entdeckt haben. Also wir waren hier ja schon mal. Außerdem haben wir ja auch mehrere Dungeons, die jetzt hier plötzlich aufgetaucht sind. 3 Stück sogar. Die müsste man natürlich auch irgendwann mal machen. Reden wir mal mit dir hier, Karsa. Ich habe Augen in der Dunkelheit des Waldes gesehen, bevor ich in die Stadt kam. Leuchtende Augen. Ich hatte noch nie so große Angst. Okay, das klingt jetzt erstmal nicht so ganz gut. Den Heiler können wir einmal anquatschen. Meros, du hast eine Nebenquest für mich und Maska will mit mir reden. Schlimm genug, dass ich Wache stehen muss. Jetzt muss ich auch noch die Taschendiebe kontrollieren. Tja, harter Job auf jeden Fall. Meros, wo drückt der Schuh? Gut angelegtes Gold, was benötigt ihr? Eine meiner Abmachungen ging schief und ich wurde vom Raufbold Laskes für Schutz erpresst. Er hat sein Lager irgendwo beim Pass im Nordwesten aufgeschlagen. Bringt mir die Edelsteine zurück, die er gestohlen hat. Es wird sich für euch lohnen. Ja, dann machen wir das doch mal. Die Schätze von Ministadt machen wir jetzt ja hier fertig. Mavika. Ich schwöre, Reisende. Der nächste Taschendieb, der sich an meiner Tasche zu schaffen macht, verliert eine Hand. Okay, ich halte mich zurück. Talgun, der Händlerfürst. Ich bin so dankbar. Ich muss die entsprechenden Vorkehrungen treffen. Bitte entschuldigt mich. Wie konnte das geschehen? Ich sollte das nicht halten. Zurückhaltung, mein Herr. Zurückhaltung. Oh ja, natürlich. Macht weiter, ist die. Ich nehme mal an, dass er nicht besonders Bock hat, den Zehen zu entrichten, aber er muss es halt tun. Wiederverwertungstruhe. Trübe Kristalle, okay. Können wir nachher offenbar auch für irgendetwas einsetzen. Was ist hier drüben? Koja. Mein Ehemann war nicht besonders liebenswert.
Jetzt will nicht mal mehr der vereiste Boden seine Leiche haben. Sagt des Ehemanns. Der Epitaph lautet: Wir hätten diesen Ort schon längst verlassen sollen. Ich werde warten, bis der Boden auftaut. Du warst ein guter Gemahl, der ein angemessenes Begräbnis verdient hat. Ach je. Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall schönere Orte, an denen man leben kann, als in der Diablo-Welt. So, wir können das wiederverwerten. Das. Die hier nicht. Wobei, vielleicht doch. Was bringt das? Rohleder, überragendes Leder. Sogar überragendes Leder. Reparieren muss man offenbar gerade nichts. Haltbarkeit alles noch 100. Etwas für die Waffen. Kälte und Dunkelheit. Die sind beide schlechter als meine. Möge der Vater euch schützen. Und Rüstungen. Uff, die sind deutlich stärker. Unbeugsame Panzerhandschuhe. Ich glaube aber, am Anfang lohnt es sich nicht wirklich, irgendwo teures Zeug zu kaufen. Weil man ja sowieso stärkere Sachen bekommt. Ziemlich schnell vermutlich. Beschafft von Laskis Edelsteine zur Bezahlung. Ja, da gehen wir dann doch mal hoch. Irgendwo müssen wir auch noch mehr Statuen von Lilith finden. Rosa. Julek? Habt ihr meinen Julek gesehen? Er meinte, er wäre am Morgen zurück. Was ist Julek denn? Ein Mann, eine Katze, eine Maus? Was bist du, ein Mann oder eine Maus? Zum gehängten Mann. Und überall so diese Altarplätze. Iskren, der Gastwirt. Bekommt ihr viel Kundschaft von der Garnison? Die Garnison in Khor Dragan war einst beeindruckend. Aber sie wurde von Vampiren überrannt. Und so viele unserer besten Krieger sind nicht zurückgekehrt. Jetzt ist es ein böser Ort. Okay, nicht gut. Hier scheint es viele Pilger zu geben. Diese Pilger ziehen auf ihrem Weg nach Kyovashat hier durch. Aber nur wenige andere kommen hierher. Wie soll ich überleben bei so wenig Handel ohne Einnahmen? Habt ihr irgendeinen Rat? Bring dich um! Nein, hey, hoffentlich nicht. Achtet auf eure Taschen. Wenn die Leute nur hungrig genug sind, wenden sie sich dem Diebstahl zu. Notizen des Händlers. Ein Durcheinander an Notizen und Büchern. Auf der obersten steht, ich habe alles verloren, seit die Ritter vor den Vampiren im Norden geflohen sind. Meine Familie ist auch fort. Ich bin ganz allein unter diesen Trunkenbolden. Ach hey, vielleicht können wir ihnen irgendwann helfen und diese Vampire erledigen. Dirov. Urteilt nicht so vorschnell, Fremde. Ein hungriger Mensch, der sich einen Laib Brot nimmt, ist noch kein Dieb. Naja, wenn es das Brot eines anderen ist, dann irgendwie schon. Aber eigentlich sollte eure Religion doch auch so ein bisschen Barmherzigkeit lehren, oder nicht? Oh, da ist ein Druide hier, der hier rumläuft. Da oben haben wir ein Ereignis, sehe ich gerade. Überlebt das Ritual, tötet Gegner, bevor sie dem Verschlinger geopfert werden. Ah, wir haben gerade einen anderen Spieler, der uns hier hilft. Ja, die Streifer sind schon ein bisschen stärker. Oh, 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 oh. Ich habe kaum noch Mann. Der ist erledigt. Da oben haben wir noch einen. Volto irgendwas. Volkoblack. Ah, no! Wir haben eine weitere Stufe erreicht. 10. Der ist erledigt. So, jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Ich bin noch nicht bereit. Nice.
Ereignis abgeschlossen, unstillbarer Hunger. 1000 Erfahrungspunkte, eine große leuchtende Truhe, wo wir unter anderem Obolusse bekommen und Reliktschädel. Wir haben außerdem Bonuserfahrung bekommen, und zwar weil wir uns in der Nähe eines anderen Spielers aufhalten. Das wird also auch so ein bisschen belohnt, wenn wir uns da aufhalten. Knisternde Energie fügt Gegner in der Nähe regelmäßig Schaden zu, wenn ihr sie aufnehmt. Wenn wir sie aufnehmen. Wo sind sie denn? Ach, wir haben sie aufgenommen. Ah ja, verstehe, okay. So, was haben wir hier? Nichts, was wir gerade aktuell nehmen können. Wir haben allerdings eine weitere Stufe erreicht. Die Abklingzeit von Teleport wird pro getroffenen Gegner um 0,5 Sekunden reduziert, bis maximal 3 Sekunden. Aktuell ist die Abklingzeit bei 11 Sekunden, dann wäre sie bei 8 Sekunden. Ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht, ne? Machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Okay, okay. Ah, da sehen wir die knisternde Energie um uns herum. Auch nicht schlecht. So, was haben wir hier drüben? Ah, da sehen wir die knisternde Energie auch. Robuster Stab. Altar von Lilith. Stärke wurde für alle Charaktere auf diesem Realm um 2 erhöht. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ach ja, weil wir halt so ein Altar jetzt eingenommen haben. Ne? Das ist natürlich, das ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Oh, der ist auf jeden Fall stärker. Plus 13% Schaden für Fertigkeiten des Typs Basis. Mega. So, wir sind jetzt bei Ansehen 160, haben einen weiteren Altar eingenommen. 28 befinden sich hier noch. Irgendwo wird für alle Charaktere eines Realms freigeschaltet. Fertigkeitspunkt. Krass. Okay. Wird von jedem Charakter eingefordert. Bonus, EP und Gold. So. Lag. Laggedy lag. Was haben wir da gefunden? Weise Krone des Weise Krone des Schreiters. 150 Rüstung und 7 Intelligenz. Intelligenz erhöht unseren Schaden. So, und jetzt haben wir hier oben einen Dungeon. Die verbotene Stadt. Schauen wir uns den Dungeon doch mal an. Ach du Scheiß. Was sind das denn für Hentai-Greifer hier? Das ist ja ekelhaft. Aufwertung für den Heiltrank. Sprecht mit Veroka. Aufwertung von Gegenständen. Sprecht mit Sivek, dem Schmied. Ah, weil wir jetzt Stufe 10 erreicht haben, ne? Interessant. Verbotene Stadt. Pfad des Blutes. Alter, wie das hier aussieht. Guck dich das mal an, bitte. Da wird mir ganz schaurig, wenn ich sowas sehe. Das kann ich überhaupt nicht sehen. Auch diese komischen Langbeinbeine von diesen kleinen Spinnen zum Beispiel. Die creepen mich auch aus. Also sie haben sich wirklich alle Mühe gegeben, das hier wirklich schaurig aussehen zu lassen. Verbotene Stadt tötet die wütenden Geister. 3 Stück gibt es hier. Zorniges Phantom. Ist verzaubert. Ah, das sehen wir auch direkt. Eine Tür wurde entsiegelt. Totem der Urahnen. Das könnte mein letztes Tagebuch sein. Die Ritter der Reue sind gefallen. Ich habe mich versteckt und die Schreie gehört, als sie von den Kreaturen zerrissen und zerfleischt wurden. Ich wollte nicht wie die anderen enden, als Blutspritzer an der Wand. Die Stadtmauern, die einst für unsere Sicherheit sorgten, sind nun zu unserem Gefängnis geworden. Ich bete,
dass die Kathedrale bald Verstärkung schickt und Erbarmen zeigt, wenn sie von meiner Feigheit erfährt. Krass. Ich höre nichts mehr. Ich werde versuchen zu entkommen. Eine grausige Vorsehung, seltener Zauberstab. Der ist natürlich auch mega mächtig, ne? Guckt euch das mal an. Plus 6% kritischer Trefferschaden, plus 11% Schaden für Fertigkeiten des Typs Basis und plus 8 auf alle Werte. Dann nehmen wir noch den hier dazu. Dann haben wir Angriffsstärke 143. Vorher hatten wir Angriffsstärke... Wären wir auf jeden Fall schwächer gewesen, ne? Insofern haben wir hier das Richtige gewählt. Gefäße. So, schauen wir uns weiter um. Die Wiedergänger und der spiegelnde Blutmagus. Die können wir einsammeln. Nice. Jetzt haben wir hier drei Wege, die abgehen. Wir gehen mal als erstes hier lang. Oh! Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Gameplay-Loop ganz gut funktioniert soweit. Ne? Also das Kampfsystem geht auch wirklich gut von der Hand und es fetzt alles sehr schön. Das haben sie drauf. Dem Spieler ein gutes Spielgefühl zu vermitteln, auch für die Fertigkeiten, die der eigene Charakter eben halt drauf hat. Schreien des Schusses. Alles sehr effektvoll auch. Und es läuft halt butterzart auf Ultra, ne? Also das sind die höchsten Grafikeinstellungen, die wir gerade haben. Ich habe kein Mana mehr. So. Aber das... regeneriert sich ja gleich wieder. Alter, ich kann das nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Einfach gruselig, wie diese Finger hier aussehen. Wiedergänger mit erhöhtem Leben. Ich habe kein Mana mehr. Also gerade wird man ja auch echt mit Loot überschüttet, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ja, da haben direkt hier unsere knisternden Energien. Ist weggefetzt, Alter. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich die ganze Zeit so angefasst und befingert, wenn ich das sehe. Der ist erledigt. Was haben wir hier oben? Oh, nichts, was ich sehen will. Ich bin weg. Ich bin raus. Ich bin Hoika und ich bin raus. So. So, wir zerlegen schon ziemlich viel hier. Uiuiui. Fertigkeitspunkte Stufe 11. Maximallevel Stufe 100. Da ist noch ein weiter Weg bis dahin. Und ab Stufe 50 haben wir Zugriff auf das Paragon-System. Höllenrufender Blutmagus. Und erledigt ist er. Ich bin noch nicht bereit. Ist hier eine Truhe? Ja. Wir brauchen demnächst mal einen stärkeren Zaubertrank. Den müssen wir dann noch aufwerten lassen. Aber da haben wir ja auch noch alle Zeit der Welt. So, was haben wir hier? Wachenfleisch. Uah. Jede Menge Rüstung. 2,5% weniger Schaden durch entfernte Gegner. 1,5% Schaden des Typs Kälte Plus. Und plus 1,0% Schaden. Dann nehmen wir das Ding doch. Sieht auch ganz gut aus. Passt auf jeden Fall zu unserer Initiantenhose. Stiller Glitter. Ist auf jeden Fall schwächer. Das ist halt auch ein Zweihand-Zauberstab wieder. Nee, doch nicht. Nee, ist es nicht. Okay, dann gucken wir uns das mal eben an. Plus 7% Schaden gegen verwundbare Ziele. Plus 5% Schaden gegen entfernte Gegner. Plus 6,5% Schaden gegen folgende Gegner betäubt.
Nein, aber das, was wir jetzt gerade aktuell haben, ist definitiv stärker. So, und das andere ist nicht... Oh, hier. Gewaltige Initiantenhandschuhe. Deutlich mehr Rüstung und Stärke plus. Das ist doch jetzt auch nicht zu verachten. Weiter geht's. Hier wurde die Tür entriegelt. Es geht weiter nach unten und das ist wirklich grässliche Tiefen. Tötet alle Gegner in den grässlichen Tiefen. Na dann. Die Tür ist versiegelt. Da kommen wir also aktuell noch nicht durch. Alle Gegner töten. Okay. What the fuck einfach nur. Rüstungsständer, Handwickel des Schreiters. Was haben wir hier unten noch? Leider sehe ich hier nicht, wie viele Gegner noch leben. Das wäre jetzt ja mal schön gewesen. Erledigt. Ich denke mal, das ist so eine Art Rundgang wie bei IKEA. Ist halt nicht ganz so gemütlich wie bei IKEA. Und man kriegt keine Bleistifte. Feuriges Gespenst mit der Mörserfähigkeit. Ah! Getöteter Ritter. Verfeinerter Fokus. Schade, dass wir nicht genau sehen, wie viele Lebenspunkte die Gegner haben. Vielleicht kann man sich das aber auch irgendwann nochmal anzeigen lassen. Oder es gibt eine Quest dafür oder so. Vampirfledermäuse, weg mit euch. Totem der Urahnen. Wir nehmen erstmal alles mit, solange wir den Platz haben. Euch das mal an hier. Oh, diese Maden und alles, was man hier sieht. Die haben sich hier echt völlig ausgelebt. Guck mal, wie viele knisternde Energien wir haben. Sind wir richtig fast vollständig aufgeladen hier. So, was ist hier unten? Wahrscheinlich das letzte Gespenst. Das letzte Gefecht. Sprecht mit dem Abenteurer. Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun... Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Okay. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Macht euch bereit! Sorgt dafür, dass mindestens drei der Abenteurer überleben. Wo sind die denn alle? Ich sehe nur zwei. Mir fehlt das nötige Mann. Lasst sie in Ruhe. Nee, das kann auch nicht wahr sein. Das sind auch verdammt viele, muss ich sagen. Die verbleibenden Gegner. Sorgt dafür, dass mindestens ein Abenteuer überlebt. Okay, das haben wir geschafft. Perfekt. Uiuiuiui. Das war aber auch doll jetzt. Krasse Geschichte. Raunende Obolusse. Nice. Und da irgendwo standen hier die Abenteurer. Keine Ahnung wo. Ich sehe sie auch nicht mehr. Ich sehe gerade, dass wir auf jeden Fall auch noch einen Punkt einsetzen können. Was können wir denn nochmal? Also Mana haben wir aktuell eigentlich nicht so wirklich genug, ne? So eine Frostnova ist vielleicht auch ganz cool. Die nehmen wir mal mit dazu.
Und demnächst können wir dann hier noch eine weitere Fähigkeitskategorie mit dazu nehmen, obwohl wir bei den ersten eigentlich noch nicht mal so richtig durch sind. Ist halt echt krass, wie schnell neue Fähigkeiten dazu kommen in diesem Diablo. Erstmethode, seltener Kopfschutz, 202 Rüstung, plus 9 Intelligenz, plus 6 maximal Mana und plus 11 maximales Leben. Das ist ja schon Wahnsinn. Das ist mehr als Wahnsinn. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Wir müssen immer noch alle Gegner hier töten. Frostnova! Da! Und Stufe 12. Das ist der erste Ring, glaube ich, den wir jetzt bekommen haben, ne? Analysierungsschrein. Eure Fertigkeiten verbrauchen keine Ressourcen, besser geht's doch nicht. Dann können wir so richtig damit rumspammen. Oh, oh. Begebt euch nach Grab von Tasbach. Okay. Wo ist denn das? Da oben. Das war die Tür, die bis eben noch so verschlossen war. So, vergeben wir aber erstmal hier einen Punkt. Aufklingzeit wird verringert, wenn wir hier einen Punkt drauf geben. Wenn ihr Gegner tötet, die von Frostnova eingefroren wurden, wird die Abklingzeit um eine Sekunde reduziert bis maximal 4 Sekunden pro Einsatz. Nach der Teleportation trifft knisternde Energie 4 Sekunden lang 2 zusätzliche Gegner. Knisternde Energie bekamen wir durch Kettenblitz, ne? Knisternde Energien haben wir jetzt hier nicht mehr. Nach der Teleportation erhaltet ihr 3 Sekunden lang 30% Schadensreduktion. Klingt auch mega mächtig. Vielleicht sollten wir das machen. So. Und dann beim nächsten Mal haben wir die Beschwörungsfertigkeiten. Rufen Elementarwesen zur Unterstützung im Kampf herbei. So, gehen wir hier durch. Was zur Hölle? Ultra gut designt auf jeden Fall. Auferstandene Bösartigkeit. Ich habe kaum noch Mann. Besonders viel Schaden nimmt er ja nicht gerade, ne? Also klar, jetzt springt unsere Fähigkeit so ein bisschen hin und her, dann geht das auch, aber... Ah! Was ist das hier? Bullet Hell? Alter! Gleich ist sie gestunt. Jetzt. Aber doch nicht. Scheint bei der nicht zu funktionieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden. Ist dein Energien gut? Das war knapp. Vorsicht. Weg hier.
sie um. Nice. Dungeon abgeschlossen. Portal abgeschlossen heißt es hier. Ihr habt Nachtheulers Aspekt freigeschaltet. Mit Y im Kodex der Macht ansehen. Nachtheulers Aspekt. Blutgeheul. Erhöht die kritische Trefferchance um 5%. Zusätzlich wirkt sich Blutgeheul auch 3 Sekunden lang auf Gefährten und Spieler in der Nähe aus. Ja, ist zwar für den Druiden, aber hey. Ihr habt einen Aspekt freigeschaltet, der in Ausrüstung eingeprägt werden kann. Kodex der Macht. Ah ja, der Kodex der Macht, das ist das, was wir eben schon gesehen haben. Allerdings ist das für uns jetzt nicht besonders gut. Wir können den Dungeon auch jederzeit verlassen, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch gut. Und zwar müssen wir dann hier auf Verlassen drücken. Ja, nice. Das war doch auf jeden Fall mal richtig cool. Habe ich denn alles aufgesammelt, was der verloren hat? Weiß ich gerade gar nicht. Landstreicherlösung. Rang für Flammenschild. Intelligenz plus 14 und plus 17% Widerstand gegen Schatten. Flammenschild wurde euch durch einen Gegenstand verliehen. Jetzt im Fertigkeitsfenster auswählen. Okay. Also hier. Flammenschild! Ja, cool. Auf jeden Fall cool. So, dann werden wir uns jetzt mal nach Kiowascha zurückteleportieren. Und werden dann einmal hier jetzt mit, wie heißt sie? Vaska oder so reden? Auf jeden Fall die, die unsere Tränke verstärken kann. Ah, hier können wir den Teleport nicht wählen. So. Wie sieht es hier aus? Da drin. Veroka, ich will die Wirksamkeit meiner Heiltränke steigern. Nun, ihr seht ebenfalls aus, als würdet ihr viel Zeit in der Wildnis verbringen. Ich nehme an, ihr wollt auch ein paar meiner Elixiere, doch konzentrieren wir uns zunächst auf euren Heiltrank. Fine for me. Ich habe ein paar zusätzliche Materialien, die wir diesmal verwenden können. Wenn ihr eure Heiltränke weiter verbessern oder Elixiere herstellen wollt, müsst ihr eure eigenen Zutaten sammeln. Ich verlasse diese Mauer nicht. Nie wieder. Okay, dann richte es dir doch hier mal gemütlicher ein. Die Wirksamkeit eures Heiltranks kann beim Alchemisten aufgewertet werden. Aufwertungen erfordern Gold und Kräuter, die in der Welt gesammelt werden können. Ihr könnt die Heiltrankkapazität erhöhen, indem ihr in jeder Region Sanctuarius Ansehen verdient. Das Ansehen in den Regionen ist auf der Karte einsehbar. Okay, winziger Heiltrank, dafür brauchen wir die Galgenrebe. Haben wir genug. Heilt sofort 48 Leben statt 17 und im Verlauf von 3 Sekunden 35% eures Manas. Okay, hierfür brauchen wir schon wieder deutlich mehr jetzt. Und wir brauchen vor allen Dingen Stufe 20. Elixiere haben wir ansonsten noch. Ah, okay. Das haben wir ja bisher jetzt noch nicht gemacht. Gut. Potente Alchemistin. Titel. So, und das gleiche haben wir jetzt hier beim Schmied. Auch da können wir etwas verbessern. Hallo, sieh weg. Ich will meine Ausrüstung verbessern. Lasst euch mal ansehen. Die Schnallen müssen verstärkt werden. Dieses Leder ist rissig. Was habt ihr bloß damit angestellt? Hört mal, ob ihr lebt oder sterbt, hängt von der Qualität eurer Ausrüstung ab. Wenn ihr das Geld und das Material habt, kann ich sie für euch verbessern. Sehr gerne auf jeden Fall. Waffen und Rüstung aufwerten. Ihr könnt die Gegenstandsmacht eurer Gegenstände erhöhen, indem ihr sie aufwertet. Okay, also zum Beispiel jetzt den. Aufwertung 1 von 2. Plus 5 Rüstung und plus 0,1% Schadensreduktion. Kostet 400, machen wir jetzt einfach mal. Wir können das Ding nochmal aufwerten. Allerdings kostet das auch hier immer Rohleder und so ein Zeug, oder? Ach nee, das wird hier einfach nur angezeigt, dass wir das haben. Okay. Und wenn wir jetzt was Krasseres nehmen. Ja, das lohnt sich schon mehr. Das kostet dann noch 10 Rohleder. Wachenfleisch. Plus 8 Rüstung. Plus 4,1% Schaden durch entfernte Gegner, also weniger.
Mehr Schaden des Typs Kälte und mehr Schaden generell. Na dann mal los. Cool auf jeden Fall. Okay, gerade spackt das Spiel schon wieder rum. Aber es war jetzt eine Stunde gut, also hey. Ah, das ist nur die Vorschau so. Und was ist denn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal unseren Zauberstab nehmen? Kritische Trefferschaden plus 0,6%. Schaden für Fertigkeiten des Zugs Basis. Ja. Machen wir dann doch auch mal. Hier fehlt uns jetzt Silbererz. Ja. Cool auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Das schaltet beim Wiederverwerten ein neues Aussehen frei. Ich will ihn nicht reparieren. Ich will ihn da. Das schaltet auch ein neues Aussehen frei. Das auch. Das auch. Was übrig ist. Das auch. Und das auch. Und das auch. Okay. Und der Rest kann, glaube ich, auch so weg. Nice. Und das eigentlich auch. Prima, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt an der Stelle erstmal. Beim nächsten Mal werden wir dann weitermachen hier in Diablo 4. Und werden uns dann vermutlich einmal noch die Quest hier oben anschauen. Und dann uns so langsam mal in Richtung Befleckter Ruf aufmachen, damit wir hier die Kampagnenquest uns auch nochmal näher anschauen können. Dieser Punkt hier unten ist dann natürlich auch nochmal dran irgendwann. Denn wir wollen irgendwann alle Dungeons erledigt haben. Aktuell sind wir kurz davor, eine der Belohnungen hier zu bekommen, was wir natürlich auch haben wollen. Wir haben einen Dungeon, einen Nebendungeon schon erfüllt und das bringt ja 30 Punkte direkt mal. Ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.